Meine Damen und Herren, it's on. Ab in den Saal. Sind meine Helfer da? Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Entschuldigung, es hat im Moment länger gedauert. Ich musste kurz föhnen. Ich muss auch noch schnell ein Foto machen. Ich muss schnell noch Bescheid geben auf sozialen Medien, dass es losgeht. Das muss man heutzutage als Richter, hat man nicht nur noch die Aufgabe, hier zu klopfen. Nee, man muss ja auch den Gerichtssaal vollkriegen. So. Ruhe im Gerichtssaal. Klage schuldig. Wir haben schon mal das erste wilde Gerät, haben wir schon mal hier wieder. Beschreibung des Anklagetextes: He didn't lift, not even a little bit. Was ist das schon wieder für eine Anklage? Was zum Kuckuck? Okay, gucken wir mal kurz. Also erstmal, ja, muss ich ja gleich mal vorweg sagen. Was soll ich jetzt mir hieraus entnehmen? Was möchte mir denn jetzt der Kläger sagen? Was soll ich mir denn jetzt hier angucken? Also lesen wir noch mal ganz kurz, wir gehen noch mal zurück in den Saal, okay? Also die Anklageschrift, he didn't lift, not even a little bit.
please read the guidelines for the video. We need to, for the video, you need to provide. Ich kann mir da, tut mir leid, aber warum soll ich den jetzt verklagen? Also warum soll ich den jetzt verdonnern? Warum soll ich den in den Knast stecken? Für was denn? Hä? Also wirklich, weg. Runter vom Tisch. Ja. So. Kurz gucken. Okay, das können wir scheinbar machen. Aber auch hier, ich habe so das Gefühl, die Leute lesen immer irgendwie die Guidelines nichts. Ich weiß, ich muss Knorke, also für euch, für Leute, die jetzt eventuell neu sind, ich muss das mal gegenchecken, weil ich darf hier keine Videos und keine Namen zeigen. Deswegen kontrolliere ich das immer erstmal kurz vor. So. Ich lese kurz mal die Anklageschrift vor, die nun hier verfasst wurde bezüglich dieses Vorfalls. Kollege ist ungeduldig und verschätzt sich beim Umsetzen auf T2. Er trifft mich am Heck. Ich verliere 3 Positionen. Danke für die Bearbeitung. Forcing other cars off track. Gut. So. Gucken wir mal rein. Falsch. Hier. Eieiei, das war aber auch mal noch ein dezenter Unsafe Rejoin. Also Leute, jetzt mal unter uns da draußen, okay? Wenn ihr solche prekären Situationen habt und ihr möchtet gerne etwas reporten, dann lest bitte die Guidelines. Also es wäre echt prima gewesen, nur onboard hier zuzusehen, um einschätzen zu können, ob der Fahrer hinten, der quasi reported wurde, irgendetwas dagegen getan hat, das zu vermeiden. Bitte. Also jetzt wirklich, ich kann zwar die Eingaben sehen, aber was soll ich jetzt machen? So, wir sehen jetzt ein Auto. Also ich würde trotzdem, grundsätzlich danke sind die... Danke für euren Support und eure Unterstützung. Und Herr Bakschis, Ruhe! Ruhe im Saal! Herr Bakschis! Nur weil Sie 16 Monate schon in diesem Gerichtssaal sitzen, heißt das nicht, dass Sie hier reintrampeln können wie so ein Elefant in Porzellanladen. Ruhe! Ich würde ihm trotzdem eine Strafe geben, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn wir jetzt auf die Bremse achten, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi.
ein Jahr pure Liebe. Also er bremst halt nicht. Das Problem ist, ach doch, könnt ihr sehen. Er bremst halt nicht kontinuierlich. Achtet mal auf die Bremse. Also er lupft ziemlich viel. Theoretisch ist es nach Richtlinien. Also theoretisch ist das schon noch nach Richtlinien. So ist es nicht. Es wäre halt, du hast doch einfach mal verfickte Scheiße nackgesoffen oder was? Entschuldigung, hat mich lieb, tschüss. Ja, welche Runde das ist? Nee, das ist Runde 20. Halb noch ein Dankeschön für 5 Mal. Nee, so lächerlich ist das eigentlich gar nicht, das zu reporten, weil das Fahrzeug, was hinten drauf gefahren ist, hat nicht auf den Vordermann reagiert. Nee, der Audi ist einfach schneller, was okay ist. Es ist aber trotzdem vermeidbar, wisst ihr? Weil der Audi, also nochmal, achtet mal bitte auf die Bremse vom Audi. Der moduliert, also der bremst nicht voll durch, sondern der lupft halt die ganze Zeit. So. Und dadurch hat er so viel Schwung drauf, dass er ihm halt hinten reinfährt. Also man hätte das schon vermeiden können. Also sehr stark vermeiden können sogar. Tja, da würde ich aber mal ganz gepflegt. Da sind wir, glaube ich, schon. Da sind wir, glaube ich, schon hier in diesem Bereich unterwegs. Moment. Da sind wir, glaube ich, hier schon. Rücksichtsloses Verhalten sind wir nicht. Aber das ist schon. Ich meine, absichtlich ist immer so ein Ding, aber wir wären schon in dieser Region hier. Wir sind schon so in dieser Region. Beeinträchtigung in der Boxengasse ist nicht Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. Da würde ich schon reingehen. Twitch Prime is not a crime. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich da schon weggeknallt wurde. Ne? Da werden wir wohl eine Strafe verhängen. Weil Leute sollten mal lernen, also wirklich lernen, die Bremse zu halten. Der Report ist okay, Deathproof. Es ist nur in prekären Situationen, wäre es ratsam, nochmal die Ego-Perspektive mit dem Lenken. Also wir haben beide Perspektiven und wir haben beide Eingaben. Also wir sehen sowohl den Bentley-Fahrer als auch den Audi-Fahrer. Fürs Judgment wäre aber trotzdem, und das ist ja nur ein Anraten, dass wir die Ego-Perspektive nochmal sehen. Der Vordermann hat seine Bremse vernünftig gehalten. Der hat einen normalen Bremsvorgang gehabt, ja.
Der hat einen normalen Bremsvorgang gehabt. Der Unsafe Rejoin bleibt ungeahndet. Den kann ich nicht bearbeiten. Den kann ich nicht bearbeiten. Das Lösen. Diese Kollision war definitiv vermeidbar. Leider wurde auf den Vordermann nicht geachtet und ist in die Kurve für dieses Szenario zu schnell reingefahren. Punkt. Bitte bei den nächsten Rennen mehr auf die auf die Fahrer vor dir achten. Punkt. Auf dem Overlay ist der Chat nicht ganz gut zu lesen. Also ich denke mal, der ist schon okayisch zu lesen. Weil das Ding ist halt, ich kann ihn euch nicht so riesig machen, weil dann fällt alles andere weg. Das ist schon so dieses Ding, so, das ist so ein Mittelding. Anklagetext. Warte, ich muss, oh nein. Oh. Oh, Chat. Oh, oh. Oh, oh. Also ich verlese mal den Anklagetext, ja? Der Anklagetext, danach war mein Auto unfahrbar und ich musste abstellen. Wir sind in... Chat macht schon mal die Mistgabeln bereit. Macht schon mal die Mistgabeln bereit, Chat. Los. Der Verwalter. Also gab es da irgendwelche Gegenmaßnahmen? Okay, ich muss kurz mal schauen. Okay, er hatte noch nie Penalties. Seine Rennen sehen eigentlich ganz okayisch aus. Also, na gut, er hat schon sehr oft Safety-Rating-Abzug. Also in den letzten 5 Rennen
hatte er 4-mal Safety Rating ab. Eigentlich müssen wir da gar nicht drüber reden, weil das ist Runde 1, erste Kurve, Chat. Und da bin ich auch, also ich jetzt, ja, da gehen wir mal ganz kurz ins Büro. Ich würde schon echt sagen, der kriegt jetzt mal 72 Stunden Pause. Weil das ist erste Runde, erste Kurve, direkt nach dem Start. Das geht gar nicht. 72, also wirklich, wir sind da bei 5. Verursachen eines Massencrashes beim Start. 5B, aber volle Esse rein. B? Verursachen von Unfällen in Lab 1? Bagger, das ist nicht 4B. Also wenn du nee. Das ist nicht 4B. Das ist einfach mal Yeet. In der ersten Runde, in der ersten Kurve. Ohne Bremsen, ohne alles, einfach voller Esse rintreten. Nee, ich will das Replay nicht haben. Das brauche ich nicht. Der fährt so schnell, das ist ja Ping-Pong. 3 Tage. Pause. Der BMW ist angeklagt, das ist richtig, ja. Der BMW ist angeklagt. Das war auch sein einziges Rennen diese Woche. Danach ist er keins mehr gefahren. Dürfen wir das nochmal in Slow-Mo sehen? Ja, okay, wenn ihr das wollt. Also, ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden, Chat. Erstens ist Massencrash, keine Avoidance, gar nichts, einfach reinjieten. Und das muss unterbunden werden in LFM. Aber, also, das muss unterbunden werden. Ne, da müssen wir gar nicht reden, das sind 3 Tage Bann, da ist einfach, also unkommentiert. Also, in der ersten Kurve gewinnt man keine Rennen. Leider sind keine Gegenmaßnahmen ersichtlich, die diesen Crash hätten verhindern können. Punkt. Ich ahnde das Verhalten mit 3 Tage Pause und Rating inklusive SR-Abzug, da so ein Verhalten nicht geduldet wird bei LFM. Punkt. Fürs nächste Mal bitte auf bei den Starts auf deine Mitfahrer achten. Punkt. Also ich hatte nach 28 Sekunden Schaden 2,7 Zeilen fahren. Könnt ihr den Leck haben? Ist mir relativ schnuppe, ob du ein Leck hast oder nicht. Wenn du das verursachst, dann hast du 3 Tage Pause.
Also wird's, bei mir wird immer erste Runde, erste Kurve, so ein Ding, Massencrash, raus, 3 Tage. Gibt's gar keine Diskussion. Weil das muss nämlich aufhören bei LFM. Beim nächsten Mal bitte. Warte mal, fürs nächste Mal bitte bei den Starts auf deine Mitfahrer achten und jegliche Arten von Crashes vermeiden. Ah, das ist alles gut, Trikebike. Wie gesagt, das 3 Tage Pause, ohne Diskussion. Also erste Runde, nee. So, was haben wir denn hier? Okay, Texte sind wieder hervorragend, klasse. Fühle ich wieder komplett, jetzt muss ich erstmal gucken. Boah, Grip, Alter. Letzten 2 Runden in den Regen, oder was? Okay, das wird ein sehr interessanter Clip. Das ist ein sehr interessanter Clip. Ich lese kurz mal die Anklageschrift vor. Ja. Nach Turn 1 die Gerade lässt mir 0,0 Platz. Tolle Anklageschrift, by the way. Leute, wenn ihr keinen Bock habt, 2 Sätze dazu zu schreiben, weil ihr es sinnvoll erachtet, einen Report zu machen, dann macht keine Reports. Weil die Leute, die das verarbeiten oder bearbeiten, können sich nicht aus dem Arsch leiern, warum und was da jetzt passiert ist. Weil da sind so viele Sachverhalte, die auftreten. Und die Reason zum Beispiel ist causing a collision. Also die Reason hierfür ist gerade causing a collision. Er schreibt halt, mir wird kein Platz gelassen. Okay, schön. Gucken wir uns erstmal an, kurz bei dem Kläger, was hier Phase ist. Der fährt eigentlich sonst relativ sauber. Und in den letzten 5 Rennen hat er 2-mal als Air-Rating abgezogen gekriegt. Okay. Also gucken wir uns das hier mal an. Gemeinsam. Und da bin ich mal gespannt, was ihr entscheidet, weil ich habe mich dazu noch nicht entschlossen. Ja, Kommentar ist optional, das ist richtig. Es wäre aber ganz ratsam, einen zu schreiben. Weil, wie gesagt, der Rennkommissar kann sich das nicht aus dem Arsch leiern. Also optional, es ist optional, ja. Wenn du aber behilflich sein möchtest, was du ja mit dem Report schon tust, wäre schon schön, wenn du 2, 3 Sätze verlierst. Weil jetzt achtet mal da drauf. Also erstens das. Jetzt zieht er wieder rein. Das ist übrigens jetzt Liniewechsel Nummer 1. Liniewechsel Nummer 2. Also könnte ich jetzt zum Beispiel schon mal, das könnte ich schon mal bestrafen, wenn ich das wollen würde, weil er 2-mal seine Linie wechselt. Was Bullshit ist. Alter, kann der alte Mann mal bitte gehen? Moving under braking kommt auch noch dazu. Ah, ja, war nicht doof. Nee, geht nicht.
So, wisst ihr, das Ding ist, es ist nicht regelkonform. Weil ich sehe die Perspektive von dem Porsche nicht. So, was soll ich jetzt hier in diesem Video bestrafen? So, und jetzt haben wir, jetzt nimm einfach, weiß nicht, nimm dir Gertz, der bei LFM das macht, und alle anderen, was willst du jetzt hier bestrafen? So, Kommentar optional. Wir haben jetzt 1:06. Wir haben Moving Under Braking, ständiger Wechsel, reinkutten, kein Platz lassen, Kollision. Ja, was soll ich jetzt davon denn nehmen? So, was soll ich jetzt machen? Also da fehlen so viele Dinge, die in dem Formular für den Report stehen. Leute, nochmal, Reports sind gut und Reports sind auch super, super wichtig. Aber halbgare Reports braucht ihr nicht abgeben. Also nicht mal mit dem Text. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem Text. Wenn in dem Text was Sinnvolles und was Sinnvolles drin stehen würde, was mir einen Anhaltspunkt geben würde, könnte man ja vielleicht noch über den Formfehler hinwegsehen, der in diesem Video stattfindet. Aber das Video ist halt ein Formfehler, weil mir die Perspektive von dem Porsche fehlt. So, was soll ich jetzt damit anfangen, verdammte Scheiße? So, jetzt stell dir mal vor, du machst dir die Mühe, in deiner Freizeit dahin zu gehen. Du machst dir die Mühe, den Report zu machen, und dann machst du ihn sogar noch halbgar. So, no further action. Aber trotzdem möchte ich jetzt nochmal mit euch darüber sprechen, was hier so falsch gelaufen ist. Also nicht, um die beiden jetzt zu denunzieren. Sondern um was daraus zu lernen. Ups. Das ist alles cool hier noch. Das ist auch noch cool, ist ein Wechsel. Und das ist Moving Under Braking plus der zweite Wechsel, was schon mal... Leute, ihr könnt Sachen verteidigen, ne? Also ihr könnt Autos verteidigen. Aber irgendwann ist halt auch der Punkt gekommen, da ist mal Feierabend. Und das hier, das geht nicht. Das ist völlige Rotze. Und da sind so viele Dinge falsch. Das ist erstmal, das ist unsportliches Verhalten. Zweitens ist Moving Under Braking. Drittens hast du 3 Zillionen Mal deine Dings gewechselt. Und der Mercedes wäre dicker dran vorbeigekommen. An der Stelle. So, jetzt fährt er da rein. Kann der alte Mann mal bitte gehen? Erstens trifft er seine Kurve nicht. Das heißt, er hat schon mal an irgendeinem Punkt schon wieder völlig falsch gebremst, weil es Quark ist. So, jetzt ist er hier vorbei. Fährt nach links raus. So, jetzt lässt er sich wieder raustragen und jetzt macht er wieder zu. Wisst ihr, man muss sich irgendwann auch mal eingestehen, wenn man Menschen halt einfach mal durchlassen muss. Und ich würde das gerne bestrafen. Ich würde es gerne bestrafen. Aber ich kann keine Ausnahme machen, weil hier gerade no further action. Reporting Guidelines einfach null. Eingehalten wurden. Reporting. Bitte lies nochmal in den Reporting Guidelines, wie die Videos für uns aufgenommen werden sollten. Kann mit diesem Video leider kein Urteil fällen. Punkt. Der eine macht's neue, der andere nicht. Ich denke 50-50. Was meinst du? So. Jetzt haben wir genau dasselbe nochmal. Ah! Jetzt haben wir dasselbe Video. Also wir haben dasselbe Video jetzt nochmal. Regen oder was? Jetzt haben wir dasselbe Video nochmal. Jetzt.
Okay, ist nicht schlimm, aber jetzt wird Moving Under Breaking, jetzt wird Moving Under Breaking reported für dasselbe Video. No further actions. Bitte. Lies nochmal die Guidelines für die Reporting Videos. Oh, hätte man ihm zweimal eine Strafe reindrücken können? Können wir aber nicht. Fällt weg. Oh. Oh. Oh, ich hoffe, das Video ist gut. Hier hat sich jemand Mühe gegeben. Hier hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Richtig wild. Ha, richtig wild. Okay. Okay, pass mal, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Das ist ein sehr guter Präzedenzfall. Ich habe auf der Geraden die innere Linie zugemacht, da er sonst vorbeigehen hätte können. Kurz vor meinem Bremspunkt bin ich leicht nach links gezogen, um eine bessere Anfahrt zu T1 zu haben. Was dann passiert ist, sieht man in dem Video. Ich bin der Meinung, dass er die Kurve nicht bekommen hätte, wenn er mich dort rechts überholen würde. Das ist aber meine Meinung, die übrigens bei dieser Sache keinen wirklich interessiert. Und ich kann da auch falsch liegen. Was eine gute Aussage ist, finde ich schön, weil damit revidierst du den ersten Teil, also könntest du das streichen. Er hat mich leider bereits in L1, in Lap 1, einmal hinten getroffen, was aber nicht so schlimm war und ich nicht reportfähig. Dennoch habe ich es aber die nächsten Runden befürchtet, dass da sowas passieren wird. Leichte Lags kamen da auch noch mit hinzu. Sieht man in der Ansicht. Ich weiß nicht, ob dann so dicht noch auffahren muss, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. So, Chat. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Clip an. Okay? Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam diesen Clip an und ich lasse den jetzt einfach nur mal laufen. Ohne was zu sagen. So. Also ich möchte jetzt noch mal sagen, der Reporter ist der Aston.
Ich lass das mal nochmal laufen, Chat. Der Reporter ist der Aston. Ich glaube, Zeitlupe geht hier nicht, oder? Nee, leider nicht. Also meine persönliche, ohne Perückenansicht, ne? Also ohne Perückenansicht, hat der Aston ein bisschen häufig seine Linie gewechselt. Weil der Boatley wäre außen gefahren. Also der Boatley wäre außen gefahren. Er hat sich aber noch dazu entschlossen, nach links zu fahren und ist dann wieder nach rechts gefahren, weil er natürlich in die Kurve rein will. Und der Boatley hatte aber sehr viel Überschuss gehabt. Jetzt muss man noch mal eine Sache gucken. Also ich sag mal ganz ehrlich, und das sage ich jetzt richterlich. Ich würde hier keine Strafe vergeben für keinen der beiden. Weil erstens, A, der Aston hat sich nicht mit Ruhm bekleckert durch sein Rumgeeier, was da stattgefunden hat. Und der Boatley hat sich nicht bekleckert mit Ruhm, weil der schon sehr, 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 sehr spät auf dem Stempel steht. Kann ich auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil er vorbei wollte und der Aston die Tür halt dicht gemacht hat und der Aston hat sich nicht mit Rubio gekleckert, weil er die Tür halt auf Biegen und Brechen einfach dicht machen wollte. So, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal nach dem Bremspunkt vom Aston. Der Aston-Bremspunkt ist okay-isch. Der erste Bremspunkt ist auf jeden Fall okayisch. Ob zu früh oder zu spät, keine Ahnung. Beim Boatley weiß ich nicht, ob der so spät bremsen kann. Aber aufgrund dieser Tatsache, dass sowohl der eine als auch der andere Fehler gemacht hat, würde ich persönlich keine Strafe vergeben. Ich würde das nicht bestrafen. Ich würde das, wie gesagt, beide haben Scheiße gemacht. No further action. Wäre mein Urteil. Wild, ganz wild. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so auf Biegen und Brechen auf ihren Linien rumeiern müssen. Ich verstehe es nicht. Ey, wenn hinter dir einer schneller ist, ne? Wenn hinter dir einer schneller ist, okay. Wenn hinter dir einer schneller ist und du bleibst auf deiner Linie und du kannst es verteidigen, aber dieses ganze Rumgedödel, denn, also so hart das auch klingt, aber dann fahr halt auf dem Rest der Strecke schneller so. Tja, was schreiben wir denn da für einen Text jetzt wieder zu? Ich glaube, ich muss mir von Götz irgendwann mal vorgefertigte Texte holen. Nee, Linie halten ist, Menschen können, glaube ich, also viele haben damit Schwierigkeiten, ihre Positionen abzugeben.
Ich weiß nicht, wo Stuhlsen heute ist. Okay. Rennintelligenz. Okay, no further action. Bam. Was haben wir denn hier? Ich muss kurz gegenchecken. Unsafe rejoin. Okay. Ich lese die Anklageschrift vor, okay? Ich lese sie vor. Causing a collision oder unsafe rejoin. Let the judge decide. Mhm. Ja. Dann judgen wir das mal. Ich lasse das mal laufen. Also erstmal, es ist unsafe rejoin. Es ist unsafe rejoin auf die Strecke. Da sind wir uns einig. Okay. Aber sprechen wir mal kurz über den Fahrer. Also über den Kläger, der Recht hat. Also dieser BMW, den wir gerade sehen, der hat geklagt gegen den anderen. Zu Recht, unsafe rejoin. Aber wenn du doch schon auf einen halben Kilometer siehst, dass der so rumeierst, wenn du einen halben Kilometer schon siehst, dass da rumgeeiert wird, dann fährst du doch die Kurve nicht so weit aus. Doch, das ist ein unsafe rejoin. Aber ganz gewaltig. Also du siehst hier schon das passieren. Hier. Soll der anhalten oder was? Bagger, du fährst nicht einfach wieder auf die Strecke rauf, wenn der hier kommt und du außerhalb der Strecke bist. Und schon gar nicht so. Das geht so nicht. Also er hätte auch darauf Rücksicht nehmen können und weiter hier fahren? Wo soll er hin? Ja, stehen bleiben. Das meine ich ernst jetzt. Stehen bleiben. Das ist ein unsafe rejoin. Du fährst nicht einfach wieder auf die Strecke rauf, wenn dir danach ist. Das geht so nicht.
Ja, natürlich habe ich solche Sachen gemacht. Natürlich habe ich das gemacht. Letztens gerade mit dem Lamborghini. Und ich habe mich selber dafür auch bestraft und habe das auch geahndet. Dass ich nicht reported werde, okay. Wenn ich dafür einen Report kriege, stehe ich dafür gerade. Aber das geht nicht, das machst du nicht. Weil sobald du sowas zulässt und jeder mit dem Scheiß hier durchkommen wird, dann fahren die Leute irgendwann einen Bogen und ballern einfach wieder rauf. Und das geht nicht. So, wenn wir uns jetzt in das Auto reinsetzen. Was soll das? Maga, die wird auf dem Radar wird gezeigt, dass von hinten ein Auto kommt. Und du fährst einfach von hier wieder rein. Guck dir mal den Winkel an. Also es ist ja nicht mal so, dass er hier wieder reinjoint oder so. Sondern einfach wieder drauf. Das geht nicht. Und vor allen Dingen auf die Rennlinie sofort. Wäre das jetzt hier gewesen, könnte man ja noch darüber sprechen. Aber das hier ist die Rennlinie. Also ich sag so, wie es ist. Und das meine ich auch so. Der BMW, der Schwarze, der das anklagt, der hätte das avoiden können. Dicker hätte er das avoiden können. Also hier drauf hätte er reagieren können. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Also schon hier ist das klar, dass die Kurve nicht so gefahren werden kann, wie sie gefahren werden kann. So. Er hätte das dicker avoiden können. Jetzt hätte er hier rausgehen können, nochmal lupfen. Hätte Fahrradkette. Aber das hier? Bagger. Sorry, aber das geht nicht. Nee, Freunde der Sonne. Ey, dieses ganze Lupfen und Zurückziehen, ne? Wenn du immer nachgibst. Und er kann jetzt gerade, und das tut er jetzt auch gerade, er kann auf sein Recht pochen, da durchzufahren. Du kannst nicht bei allem lupfen. Wenn du auf der Rennlinie bist, bist du auf der Rennlinie. Und du kannst nicht von jedem erwarten oder du kannst nicht auf jeden seine Gefühle eingehen. Das geht nicht. Du fährst ja auch irgendwo immer noch mal ein Rennen. So. Und das hier ist so ein typischer Fall von, ja, I don't give a fuck, ich fahre jetzt einfach wieder zurück auf die Rennlinie. So, es gibt Leute, die können da schnell drauf reagieren. Gibt es. Die gehen runter und fahren dann hier rüber. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich sagen, ey, okay, ist die Rennlinie so, ich fahre einfach durch, weil er muss ja aufpassen. So, und das hier, das geht nicht. Das geht so nicht. Habe ich selber auch schon gemacht. Sage ich so, wie es ist. Habe ich selber auch gemacht. Ich habe letzte Woche in Misano in der vorletzten Kurve habe ich jemanden... Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin aber straight wieder auf die Rennlinie gefahren. Wo wir sehr lange drüber gesprochen haben, weil wenn es zur Kollision geführt hätte, auch mein Dings ist, mein Fehler ist an der Stelle. Und wäre ich dafür reported worden, hätte ich die Strafe auch gekriegt. Aber das ist einfach unsafe rejoin. Fertig. Der Gerichtshelfer, ich grüße dich übrigens. Schön, dass du endlich mal da bist. Schön, dass ich 30 Stunden auf dich warten musste. John Lord, übrigens, Dankeschön für 4 Monate. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo das drin ist. Wir müssen nochmal ganz kurz zurück ins Büro. Aber ich glaube, das fällt unter die 4a. Rücksichtsloses Zurückkehren auf die Strecke mit Unfallfolge. 15 Tage Knast und 72 Rennsperre. Nö. Aber 80 Elo und Safety Rating runter. Leute, dieses Reporting, wenn wir Sachen nicht bestrafen, wird sich nie was ändern. Weißt du, wenn du selber für dich entscheidest, dass das kein Problem ist, ist das okay. Aber ihr seht das gerade aus der, ihr müsst das aus der Sicht der LFM sehen.
Ihr müsst das aus der Sicht der LFM sehen. Die Leute müssen das lernen und sie lernen das nicht, wenn du ihnen das ständig durchgehen lässt. Wenn die sich beide unterhalten und sagen, das ist cool und sie haben was daraus gelernt, okay. Selbiges gilt halt für erste Runde, du hältst volle Esse rein und dir ist das scheißegal. Leute, das muss bestraft werden. Weil wenn du es nicht bestrafst, lernen die Leute das nicht. Und wenn der BMW nicht lernt, auf die scheiß Bremse zu gehen und auf sein Vorrecht, was er da jetzt gerade ausgeübt hat, was er nicht hat, lernt zu verzichten, dann wird er es immer wieder tun. Und das geht nicht. Bestrafe alle, mir egal. Leute, also ganz ehrlich, Strike Mike, wenn das deine Reaktion darauf ist, dass Menschen bestraft werden und dir das nicht passt, dann solltest du dieses Format nicht angucken. Weil hier geht es nämlich auch darum, dass Zuschauer lernen, auf diesen Scheiß endlich mal zu verzichten und ihr Gehirn zu benutzen. Und wenn du außen am Rand fährst und du ziehst volle Esse wieder auf die Rennlinie drauf und schießt dabei jemanden ab, hast du einen Fehler gemacht. Dann hast du einen Fehler gemacht. Klipp und klar bist du unsafe auf die Strecke wieder zurückgefahren. Klipp und klar. Wenn euch das nicht passt, wie Leute hier bestraft werden, ist das okay. Guckt euch das Format nicht an. Aber ich werde knallhart die Leute bestrafen für ihre Scheiße, die sie da machen. Weil das Quatsch ist. Weil nämlich so das immer schlimmer wird. Und je mehr Leute hier reinkommen, du kannst den Menschen das nicht verzeihen. Wenn es jetzt so ist wie bei dem Essen und bei dem Boatly und beide machen Quatsch, dann kannst du sagen, ey, okay, Race Incidents, beide haben Käse gemacht. So, aber das da ist halt so, nee, du gehst da nicht hin und sagst, naja, der BMW hätte ja ausweichen können. Nee, muss er nicht. Er muss nicht ausweichen. Muss er verfickte Scheiße nicht. Weil er hat das verfickte Anrecht, auf der Rennlinie zu fahren. Und da kriege ich als Richter, wenn ich sowas immer schon höre, kriege ich die Krätze. Wenn ich mich dazu entscheide, als Dizzy, als Fahrer zu sagen, ich könnte das avoiden, was ich hätte können, weil ich das schon einen halben Kilometer früher gesehen habe, hätte ich das machen können. Wenn das aber reported wird, weil der BMW-Fahrer sich dazu nicht entschlossen hat, das zu tun, weil es sein gutes Recht ist, dann sage ich nicht, naja, du hättest das ja auch avoiden können. Dafür kriegst du keine Strafe. Nee, was ist das denn? Dann brauchen wir keine Regeln haben, dann brauchen wir keine Gesetze haben und dann brauchen wir auch Reportings nicht einführen. Weil hätte man ja alles avoiden können. Das ist eine Entscheidung, die du als Fahrer triffst. Aber kein Judge ist dazu da, zu sagen, du hättest das avoiden können. Dafür ist das nicht da. Ich bin nicht hier, um zu sagen, er hätte das avoiden können, weil er es einen halben Kilometer vorher hätte sehen können. Nee, ich bin dazu da, zu sagen, dass der andere BMW von außen einfach wieder auf die Rennlinie fährt, weil ihm gerade danach ist. Und das ist ein fucking unsafe Rejoin. Punkt. Rein faktisch gesehen. Nach den Gesetzen und nach den Regeln, die uns vorgegeben sind bei der LFM, ist das unsafe fucking Rejoin. Und das ist eine Strafe von minus 80 Elo-Punkte und Safety Rating 0,4. Und das nächste Mal möchte ich, dass derjenige darüber nachdenkt, ob er da einfach wieder reinfährt oder nicht. Weil der junge Mann hat einen Rückspiegel und einen Radar. Beides. Beides hat er. Und auf beides hast du zu achten. Danke an euch für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Und wisst ihr, was witzig ist? Auf die Kommentare hin, soll er da stehen oder soll er da nicht stehen? Du, weißt du was? Der hätte da so lange stehen können, bis alle vorbeigefahren sind. Und weißt du, wie scheiße sich das anfühlt? Richtig scheiße. Aber das ist der richtige Weg. Oder fahr übers Gras. Oder mach, was auch immer du willst. Aber du hast die anderen passieren zu lassen. Auch wenn dir das nicht schmeckt. Auch wenn dir das überhaupt null und nichtig überhaupt nicht schmeckt. Und wisst ihr, wie eklig das Gefühl ist? Richtig scheiße. Aber weißt du, was du daraus lernst? Dass du das nächste Mal so einen Quatsch nicht machst. Und wenn dir das passiert, fährst du nicht in einem anderen rein. Und das ist einfach mal eine Regel. Und ja, ich habe das auch gemacht. Aber ich habe schon sehr oft daraus gelernt, wie eklig das ist, da rumzustehen. Und wenn mir das passieren sollte, wie mit dem Lambo letzte Woche, dann ist mein Lenkrad aber sowas von in die andere Richtung gerissen, dass ich den bloß nicht treffe. Also gewöhnt euch das ab bei einem Judge, von einem Rennunfall zu sagen, man hätte das avoiden können. Hätte man. Regeln sind trotzdem da, dass sie durchgedrückt werden. Was man hätte machen können, ist was ganz anderes. So. Und das ist ganz klar unsafe rejoin. Und ist eine Strafe. Punkt.
musst du nur noch mal kurz sicher gehen, dass auch der Richtige reported hat und nicht, also. Ich musste nur noch mal kurz sicher gehen. Dankeschön, Gerichtsdiener, Dankeschön. Oh, wir haben wieder einen Turn 1er. Ups, the video is not found. No further actions. Can't see any video. Ich nehme das mal den nächsten ab. Okay. Yes. Schade, und das war ein Turn 1er. Ich lese Anklageschrift vor. Bremspunkt nicht erwischt und ein Ausweichen wäre ebenfalls möglich gewesen. Gruß. Mir fehlt eigentlich noch so ein bisschen das Smiley-Face dahinter, aber das trifft schon ganz gut auf den Kopf. Ich stelle mir gerade einen etwas älteren Menschen vor, der schon sehr viel erlebt hat im Leben und sich sagt, boah, was sind die Tatsachen? Tschüss. So, gucken wir mal rein. Sag mal, kann mir mal einer erklären, was die Leute sich da für eine Rotze in dieser Schikane zusammenfahren? Was macht er da? Warum fährt er noch mal über? Egal, darum geht's nicht. Aber ja. Mit wie viel kommt er um die Kurve? Ey, links ist alles frei, so war, also, why? Nee, er hat schon bei 100 hat er schon gebremst. Also, er hat bei 100 hat er schon reingetreten. Also, hier bremst er jetzt. Hier bremst er jetzt. Aber warum weichen Menschen nicht aus? Ich verstehe es nicht. Warum weichen Menschen nicht mehr aus? Wenn du doch schon merkst, dass du einen Fehler machst, warum weichst du nicht aus? Es ist super viel Platz. Also du musst doch anderen Menschen nicht das Rennen versauen. Okay, du hast Scheiße gemacht, setzt dir einen Hut auf, verlierst du deine Position. Aber warum fährst du nicht nach links und jietest volle Esse geradeaus rein? Wahrscheinlich hat er gepennt, ja. Gehe ich von aus. Also knapp hinter 100 Meter hat er gebremst. Ist vielleicht sehr optimistisch. Mit Dirty Air vor dir. So.
Jetzt gucken wir ganz kurz mal rein. Also von den letzten 5 Rennen waren 4 Rennen dabei mit Safety Rating Minus. Gut. Ich denke mal, wir sind uns einig, was das ist. Suchen wir uns mal, also wir machen das ja immer gemeinsam. Ich öffne das und das ist richtig, Mücke. Das ist richtig. Er muss nicht immer der Verursacher sein. Ist aber oft ein gutes Credo dafür, wenn du Minus-Safety-Rating hast, dass du sehr oft in Unfälle verwickelt bist. Heißt nicht, das ist richtig, dass er das war. Und da standen schon ziemlich gute Zahlen. Sind wir uns einig, dass wir bei 3B landen? Ich denke, das ist 3B. 60 Elo und 0,3 Safety Rating. Was schreiben wir denn dazu? For the future, please check your braking points when other cars are in front of you. Tap the brake earlier than your normal braking. Tap to brake earlier than you normally do. Please use your brakes. Ja, na, was willst du denn dazu sagen? Also, die Bremsen sind ja da, um zu bremsen. Okay. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Turn 1. Nee, Turn 2, Lap 1. Okay, das wird interessant. Ich lese Anklageschrift vor, ja? Race started. Driver taps a guy into a spin in turn 2 of the race start. And by the looks of it, he starts braking to wait for the other guy to spin. So a spun car was not enough on track to hold the field back. He decided to brake multiple times, resulting me tapping into him. And afterwards, while overtaking him, he turns slightly to avoid the wall, and it's resulting us hitting each other again. But in my opinion, he should
never try to wait for the guy to spun, especially in the situation like the race start. He made me break, and what the result? Somebody tapping me, and he bouncing and hitting him, etc. It's just dangerous what he did. Und jetzt, meine Damen und Herren, gucken wir uns den Clip an, weil der ist wirklich wild und der ist auch schwer, der ist wirklich schwer auseinanderzuhalten. Und das meine ich jetzt nicht als Joke, sondern hier passiert richtig viel. Hier passiert richtig viel jetzt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Juni. Also, ehrlich gesagt, und das meine ich wirklich ernst, ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst angucken soll. Weiß ich wirklich nicht. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, wo... Also, das ist einfach sehr intens. Gehen wir das mal langsam durch. Also, die Bremse hier vom BMW vorne... Ist verständlich, weil er möchte halt, also der Vordermann ist halt am Rumdallern und er versucht halt, das noch zu avoiden. So, jetzt fährt er ihm hinten drauf, er tritt nochmal die Bremse, weil wieder Crash. Warum er jetzt hier bremst, ist mir, also, I don't know, aber es sieht auch nicht so wild aus. Die Bremse, also die hat er wirklich nur ganz kurz mal irgendwie in der Hand gehabt. Warum er da gebremst hat, Alter, gar keine Ahnung. Viel zu viele Eindrücke. Okay, aber das Video geht noch weiter. Also wahrscheinlich aus verschiedenen Perspektiven. Nehme ich an. Alter, also... Entweder Auto komplett im Arsch oder so, keine Ahnung. Also ich sag mal so, ich glaube, der BMW-Fahrer hatte die Intention, und das ist nur eine Annahme, den Lamborghini wieder vorbeizulassen. Wobei der Crash, der hier resultiert ist, ja, weiß ich nicht, also könnte man auch sagen, der Lambo hätte auch nochmal ein bisschen Platz lassen können. Könnte man sagen, dies, das, Ananas, also es wäre eine Möglichkeit gewesen. Weil Lambo fährt natürlich schon sehr eng. Der Audi, wollte ich gerade sagen, also hier an der Stelle, der Audi hätte vielleicht auch noch ein bisschen rüber, obwohl, nee, nicht wirklich. Müsste man, sieht man den Audi nochmal von hinten? Gibt's das nochmal von hinten mit dem Audi?
aber der Audi hätte auch noch ein Stück rüber gekonnt. Also hätte irgendwie, also... Boah, ich muss mal ganz kurz rausfinden, wie viel Erfahrung der BMW-Fahrer hat. Also wir sind uns einig, jegliche Unfälle in Lab 1. Also also das war jetzt wirklich sehr wild. Also Verursachen eines Massencrashes bei Rennstart. Wäre eine Option. 72 Stunden, also wenn man richtig hart auslegen möchte, ist ja noch Rennstartprozedere, ist Lab 1, Turn 2, Massencrash. Wäre aber ein bisschen hart. Also ich würde ganz ehrlich sagen, hier an der Stelle finde ich persönlich 4B zu hart für einen Massencrash. Auf der anderen Seite finde ich es zu wenig, Unfälle jeglicher Art zu nehmen, weil es Runde 1 ist. Und was ich auch ganz weird finde, ist, dass der BMW den Lambo wieder vorbeilassen will, was ja zu diesem ganzen Geplänkel, was da im Hintergrund noch entstanden ist, dieses ganze Geplänkel ist ja nur dadurch entstanden, dass er nochmal gebremst hat, um den Lambo vorbeizulassen. So. Also deswegen nehme ich das gute Mittelmaß mit 4B, und zwar Verursachen von Unfällen in Runde 1. Aber nochmal, also auch für euch, dass man eventuell was dazu lernt. Wenn ihr einen Fahrer abgesägt habt, fahrt einfach weiter, weil ihr könnt es nicht mehr ändern. Das Vorbeilassen eines Menschen vermildert die Strafe nicht. Also es gibt Judges oder es gibt bestimmt Leute aus der Rego, die das mit reinnehmen und sich dann sagen, okay, da war guter Wille da, aber in Runde 1, Turn 2 brauchst du nicht warten, in der Kurve, die so eng ist, mit 30 Mann. Das ist Quatsch. Also wirklich. Sagen wir mal, wir hätten das unten im Tal gehabt, ja, wo wir rauskommen aus der Bentley, und dann fahren wir die ganze Straight und dann ist da dieses Vorstadion sozusagen. Und wir würden da auf den Seitenstreifen warten. Ist ein anderer Jam, ist okay, ne? Aber in so einer engen Situation brauchst du da nicht stehen und warten. Brauchst du nicht. Also Fair Play, das ist für mich jetzt auch gerade der Punkt, wo ich sage, ey, da brauchst du überhaupt nicht mit Fair Play ankommen. Also das mildert hier auch an der Stelle nicht deine Strafe, weil das einfach total unschön. Gegen wen gibt es jetzt die Strafe? Gegen den BMW-Fahrer. Gegen den BMW-Fahrer. Und der Audi hat geklagt. Also der Audi hat geklagt und der BMW-Fahrer wurde angeklagt. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich kontrolliere das jetzt nochmal. Ja, der Audi hat angeklagt. Oh, lol.
Ja, okay, ist alles richtig. Ich war gerade verwirrt, weil die Namen alle durcheinander waren. Nee, der Audi hat den BMW angeklagt. Habe ich ja auch gesagt, das, was der Audi-Fahrer. Na, was heißt der? Das war nicht einwandfrei. Also jetzt mal, das Einzige, was man jetzt dem Audi-Fahrer vorwerfen kann, ist das hier. Wo haben wir eine gute hier? Das ist das hier. So, dass er halt auch da rumeiert, so. Das hätte er aber reporten. Also ich kann nur, dass er ihn reportet hat. Ich kann ihm jetzt keine Strafe geben. Ich kann ihm keine Strafe geben. Weil der ist vom Report her nicht da. Der macht genauso eine Jauche. So, ich kann aber nicht. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt mit dem Regelwerk. Ich kann jetzt aber nicht sagen, Race Runde 1, Map Turn 2 ist ein Race-Incident. Race-Incident. Geht nicht. Das funktioniert nicht. No further action wäre definitiv keine Option, weil das hier, jetzt stell dir mal vor, wir würden das nicht strafen. Jetzt stell dir das mal vor, wir würden das hier nicht bestrafen. Dann ist das hier gang und gäbe irgendwann. Also Runde 1, also wirklich Runde 1 wird knallhart, wird bestraft, damit Leute aufhören, sowas zu machen. Das, also wirklich, das geht nicht. Aber ich werde trotzdem auch an der Stelle dem Audi mit einem Hinweis schreiben, dass er bitte sein Verhalten auch nochmal überdenkt. Als netter Hinweis, damit er das nächste Mal da auch nicht so rumeiert. So, wir haben uns jetzt entschieden dafür, dass wir 80 miese und 0,4 Safety Rating. Aber reden wir doch mal rein theoretisch, wenn der BMW-Fahrer jetzt auch noch den Audi-Fahrer reportet hätte, was wäre dann? Na, der würde auch eine Strafe kriegen dafür. Lap 1. Kann ich nicht. Ich kann den anderen nicht bestrafen. Ich kann nur diesen Vorfall bestrafen. Ich kann nur diesen Vorfall bestrafen. Warum? Was, warum? Ich kann den anderen jetzt gerade nicht bestrafen. Das geht nicht. Die Ursache ist doch immer noch der BMW. Wie, die Ursache für den BMW ist das Rumeiern von dem Mercedes? What? Es ist ja nicht so, als hätte der Audi-Fahrer auch mal ein bisschen Platz machen können. Zum Beispiel. Aber der Audi-Fahrer fährt ja auch so. Also fährt ja auch keine klare Linie. Deswegen ja der nette Hinweis darauf, dass der Audi-Fahrer vielleicht auch ein bisschen auf sich selber achten kann. Habe ich Mercedes gesagt, dann habe ich mich versprochen. Warum kannst du den Audi nicht bestrafen? Weil niemand den Audi-Fahrer reported hat. Weil keiner den Audi-Fahrer reported hat. Und ich kann nicht einfach, weil mir danach ist, irgendwas hier reporten. Das gibt das Tool nicht her. Wir können hier nur den BMW betrachten. Müsste man nicht. Nein! Es gibt kein No Further Action. Es gibt in Lab 1 kein No Further Action. Wenn wir das jetzt machen und Leute, es spricht sich rum, dass du dafür keine Strafe mehr kriegst, weil Bing Bong und Ping Pong ist vollkommen okay. Nein! Du kriegst in Runde 1 in einem Crash immer eine Strafe reingedeckelt, damit die Leute aufhören mit dem Piss. Und es spielt jetzt keine Rolle, ob der Audi da rumgeeiert ist oder nicht. Weil der BMW hat immer noch am Anfang die ganze Sache dort verzapft. Dreimal gebremst, jemand gedreht,
rechts geeiert, gegen eine Wand gekommen, nochmal gebremst, stehen geblieben, das geht nicht. Ey, Leute, in Lap 1 ist das zu 100%, wenn ich das sehe, kriegst du eine Strafe. 100%. 100. Kannst du dir wirklich sicher sein, außer dein Video ist scheiße. Aber du kriegst eine Strafe, damit das endlich aufhört. Damit Leute endlich aufhören, in Runde 1 zu fahren, wie die verschissenen Berserker. Weil das Rennen geht 25 Minuten oder 45 Minuten und es wird nicht in Runde 1 entschieden. So. Aber ist die Ursache nicht der Lambo, der die Linie zumacht? Auch. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, dieses Video ist sehr, sehr wild und völlig reizüberflutend. Am Ende des Tages hat aber immer noch der BMW eine Kollision verursacht. Der kriegt von mir 4B, weil es kein Massencrash ist. Die Leute, die in Runde 1 einen Crash verursachen, kriegen hundertprozentig eine Strafe, außer sie haben ihr Video scheiße eingereicht. Da kannst du wirklich, da kannst du Brief und Siegel drauf geben. Da kannst du Brief und Siegel drauf geben. Heißt, eigentlich geht es in dem ganzen Saustall nur ums Ausbremsen des Audis. Nee, es geht auch darum, dass der dadurch auf die Bremse tritt, andere Leute wieder jemanden reinfahren und dadurch entstehen halt Unfälle, weil der Audi muss auf den BMW reagieren, also fährt in den Audi jemand rein, der Audi bremst nochmal, fährt rüber, fährt wieder nach links und dann gibt es wieder einen Crash. So. Und da nur der BMW angeklagt wurde und reported wurde, wird auch der BMW gejudged. Wenn andere Leute andere nicht reporten, kann, also wie gesagt, kann nicht random einfach irgendwie eine Strafe geben. Das funktioniert nicht, weil das Protokoll das ja auch gar nicht hergibt. So. Jetzt muss ich aber trotzdem mal einen Text schreiben. Please take care. In Lab 1. Don't put your foot on the brake to give back. Another car. Alright. Oh. Turn 1. Chat. Turn 1. Können wir das gucken? What the fuck, Alter? Fahrzeug bremst viel zu spät und verursacht dadurch eine Kollision mit mehreren Fahrern. Gerade in Lap 1 sollte man ein wenig achtsamer auf der Bremse sein. Ja, Lap 1, meine Damen und Herren. 3-Punkte-Wurf. We'll be right back.
the fuck? Nee, das Video ist nicht dürftig. Ist alles da, was ich brauche. Es ist die Perspektive von dem Fahrer und es ist die Perspektive von dem Verursacher. Er hat sich nicht verbremst, by the way. Er hat sich nicht verbremst. Hat er nicht. Er hat nur den normalen Bremspunkt genommen für Rennen. Warme Reifen, warme Bremse und keine Dirty Air vor dir. Also den Bremspunkt hat er genommen. Und das ist wirklich, stimmt, der ist nicht falsch. Warme Reifen, ja. Maja, was ist denn mit den Leuten immer in fucking Runde 1 los? Jetzt mal ohne Scheiß, wer kommt denn auf so einen Trichter? So, jetzt ist die Frage. Und das will ich kurz rausfinden. Der hat noch keine Penalties. Scheint oft relativ saubere Runden zu fahren. Deswegen kriegt er keine 3 Tage. Weil für mich ist das schon Massencrash. Aber das gibt ihm keine 3 Tage. Sondern verursacht von Unfällen in Lap 1. 80 Elo miese und Safety Rating weniger. Das ist kein Massencrash? Naja, doch, es haben sich schon ein paar Autos gedreht. Aber an der Stelle, und warum ich mich auch nicht dafür entscheide, ist, ich sehe zu wenig, was drumherum passiert, wie viele Leute da noch involviert sind. Das fehlt mir. Und deswegen kann ich das so nicht entscheiden. Warum werden die Rennen von davor dazu gezogen? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr oft, also ich sag mal, es ist so eine Tendenz, ne? Wenn ich jetzt sehe, dass jemand beispielsweise 5 Rennen, 6 Rennen, 7 Rennen hintereinander irgendwie immer Safety Rating abgezogen kriegt, dann ist das nur für mich ein, wie soll ich sagen, ein Merkmal, wo ich sage, okay, der junge Mann ist oft in Stress involviert. Ob er das jetzt selber ist oder nicht, das kann ich dann nicht ahnen. Aber für mich ist zu sehen, es ist so ein kleines Indiz, dass eventuell öfter mal was passiert. Indikator, genau. Also das heißt jetzt nicht für mich, dass ich, wenn ich das sehe, dass er eine härtere Strafe kriegt, aber es ist für mich ein Indiz zu sagen, okay, der ist oftmals oder ist ab und an mal in einen Crash verwickelt. Dann gucke ich auch danach, ob der öfter reported wird, weil, sage ich mal, wenn er jetzt in 3 Wochen jeweils einen Report gekriegt hat und eine Strafe, kriegt er von mir Höchststrafe. Weil bei Wiederholungstätern, muss ich ganz ehrlich sagen, und gerade auch in Lab 1, da wird dann hart durchgezogen. Sind das echte Strafen? Die Leute kriegen die Strafen, die ich hier ausspreche, ja. Also die kriegen wirklich die Strafen und die kriegen auch meinen Text, der da drin steht, ja. So,
Du bekommst auch Minus-Rating, wenn die Strecke nicht genug geübt hast und off-track bist. Ja, aber nicht so extrem. Und nochmal, es ist nur ein Indiz oder eine Tendenz. Das heißt nicht, dass das mit zu Rate gezogen wird, sondern für mich ist das ein visuelles Indiz zu sehen, dass er involviert ist in Sachen. Weil wenn da Safety Rating minus 0,73 steht, dann heißt das nicht, dass der 0,73 Safety Rating ständig neben dem Track gefahren ist, okay? Und wenn er vier Rennen hintereinander minus Safety Rating hat und das ist so 0,3, 0,4 und höher, dann ist das schon so, aha, okay, bitte beachte beim nächsten Mal, dass in der ersten Runde weder die Bremsen noch die Reifen auf optimaler Temperatur sind und somit die normalen Bremspunkte nicht greifen. Des Weiteren hast du Dirty Air durch den Vordermann, was deinen Bremsweg auch noch verlängert. Punkt. So, jetzt muss ich jetzt mal kurz gucken. Das ist richtig. Das wurde mir auf Deutsch geschrieben. Das heißt, ich... Oh nein, scheiße. Oh. Jetzt ist der Text weg. Oh nein. Fuck. Nein. So, nochmal das Ganze. Bitte beachte beim nächsten Rennen, dass in der ersten Runde deine Bremsen und Reifen nicht auf optimaler Temperatur sind und du somit nicht die normalen Bremspunkte nutzen kannst. Des Weiteren solltest du auch darauf achten, wenn du Fahrzeuge vor dir hast, denn durch die Dirty Air von ihnen sind auch die Bremspunkte hier nicht so zu nutzen, wie man sie normalerweise nutzt. Punkt. Ich habe jetzt noch einen Lab-1er-Chat, das wird jetzt der letzte sein. Einen Lab-1er haben wir noch. Das tut schon jetzt weh. Das tut jetzt schon weh, wenn ich das sehe. Semex, ich fahre am Wochenende. Haben die Angeklagten kein Recht auf Verteidiger? Nee. Hier gibt es keine Verteidigung. Hier spreche ich im Namen der LFM. Hier braucht man sich nicht verteidigen. Da braucht man gar nicht rumsülzen. Beweise sind da. Sind keine Beweise da, bist du fein raus. Anklageschrift. Crash am Start. Einige mussten bremsen. Also Auto musste nicht abbremsen und fährt mit viel Geschwindigkeitsüberschuss in die Innenbahn. Nach meiner Ansicht muss in Lap 1 Turn 1 nicht so mit der Brechstange reingehalten werden. Auto hätte besser reagieren können, aber im Endeffekt wurde ich als dritter unbeteiligter Fahrer abgeschossen. Causing a collision. Los.
was bin ich sehend? Alter, was bin ich sehend? Das ist eine Gerade! Wie kann das sein, dass auf einer Gerade sich zwei Autos abschießen? Nach dem Start! Nach dem Start! Wollt ihr mich alle verarschen? Was fahrt ihr denn? Fucking Autoscooter oder was? Da kriege ich so eine Krawatte. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Es tut mir wirklich leid. Egal wie gut du bist. Ob du Bronzefahrer bist oder Holzfucking 5. Aber bist du zu blöd, geradeaus zu fahren? Ey, wenn du zu blöd bist, geradeaus zu fahren, dann fahr das Rennen nicht mit. Wie zum Fick kann das sein, dass da vorne einer abgeschossen wird? Seid ihr blöd oder was? Seid ihr zu blöde, geradeaus zu fahren? Wirklich? Muss ich fragen. Und das tut mir wirklich leid. Aber seid ihr zu dumm, geradeaus zu fahren? Feed. Das Rennen, guck dir das mal an, das sind nicht mal 10 Meter. Das sind nicht mal 10 Meter. Es geht nicht um das ganz am Anfang mit der Wand, es geht um das hier. So, jetzt muss ich kurz was gucken.
Also erstmal hat der BMW reported. Der BMW hat diesen, den reported. Das Ding ist aber, ich sehe bei dem jetzt keinen Fehler. Also der bremst früh genug. Mehr als früh genug. Hätte die Kurve auch gekriegt. Dann noch länger auf der Bremse, als er eigentlich muss. Also wäre in Bahn, wäre gekommen. Ich sehe da jetzt bei dem Grün, ehrlich gesagt, keinen. Also ich. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie was. Also ich könnte, also wenn jetzt, sage ich mal, der McLaren den, wenn der McLaren jetzt den Dings reported hätte, der gelbe McLaren hätte den grünen reported oder der grüne den gelben, wäre das einfacher gewesen. Aber der BMW, der nur offensichtlich dadurch sehr viel verloren hat und der das jetzt reported hat, und das für ihn ein Resultat daraus ist und er dadurch massiv Plätze verliert. Nee, zu dritt wird das nicht eng. Da ist mehr als genug Platz in der Kurve zu dritt. Ist es wirklich. Also, weil außen ist noch genug Platz. Puh. Jetzt, also die Entscheidung ist halt echt nicht einfach. Der BMW hat dadurch Plätze verloren. So. Aber wer ist jetzt von dem grünen oder gelben schuld? Weil am Ende ist es ein Rennunfall, weil der eine hat reingezogen und der andere war auf Innenbahn. Das ist echt schwierig. Nee, leider nicht. Okay. Ich würde sehr gerne eigentlich gelb belangen dafür. Ich würde super gerne gelb einen auf den Deckel hauen dafür. Weil er hat einfach die Tür zugeschmissen. Und es war mehr als genug Platz für alle drei. So, das Problem ist aber jetzt, was ich sehe, dass der BMW Plätze hat, also verloren hat dadurch. Aber den Grün brauche ich nicht bestrafen, weil der hat einen vernünftigen Bremspunkt, sogar noch früher, als er eigentlich muss. Steht länger auf der Bremse, als er eigentlich muss. Die Linie war da. Platz wäre auch da gewesen, aber Gelb hat ihn halt die Tür zugeschmissen. Und Gelb war aber, also er war ja trotzdem auch schon früher neben Gelb eigentlich. Also schon am Bremspunkt war er neben Gelb eigentlich. Gelb hat gar nicht aufgelassen. Gelb hat die Tür einfach zugeschmissen. Das ist aber auch bei, also wirklich bei allen dreien, ne? Also jetzt mal wirklich unter uns. Jetzt mal bei allen dreien. Auch beim BMW. Auch beim BMW. Und das meine ich jetzt nicht mal böse. Okay, die Kurve, hier passen dicke fucking drei Autos nebeneinander, okay? Der Gelbe lässt sich reinfallen. Der BMW fährt schon relativ weit außen, aber wie wir jetzt auch gerade schon sehen, ist seine Tendenz auch genau hierhin. It's not a crime. Weil die Leute fahren halt Rennlinie. Aber auch hier sehen wir schon, dass die Tendenz und auch der Einschlag von der Dings, die geht in die Mitte rein. So, und hier passen dicke drei Autos rein.
Hier passen dicke drei Autos rein. Aber auch hier, gerade wenn wir nochmal den Frame durchgehen. Sie bremsen. Und dann gehen sie ihre normale... Sie fahren diese normale Linie in dem Wissen, dass neben ihnen einer ist. So. Und hier siehst du, musst du mal darauf achten. In dem einen Frame. Achtet mal darauf, wie er gleich auf einmal... Warum? Warum? Also auch an der Stelle. Warum ziehst du einfach rein? Da ist wirklich, da passen drei Autos passender Dicke rein. Dicke. Mit sogar noch einem Meter Platz. Warum? Also auch hier, warum? Es ergibt keinen Sinn, da so reinzuziehen. Ey, wenn neben dir ein Auto ist, dann ist neben dir ein Auto. Da ist eins. Warum? Verstehe ich nicht. Hier, also das hier ist noch viel krasser. Guck dir das mal an. Das sind halt locker 15 Grad Winkeländerungen. Auf einmal... Beide McLaren bestrafen? Nee, warum? Ey, ich bestrafe nicht den Grünen. Der Grüne kriegt keine Strafe. Wofür denn? Wofür willst du dem eine Strafe geben? Dass er am richtigen Bremspunkt bremst, länger bremst, als er eigentlich bremsen sollte, die ganze Zeit innen bleibt, schon den Rasen anpeilt und dann noch trotzdem ihm keinen Platz gelassen wird? Warum soll ich den bestrafen? Wofür? Wofür soll ich ihn bestrafen? So, und das Einzige ist, der BMW, und das ist jetzt mal einfach nur Theorie, der BMW wäre in der nächsten Kollision dabei gewesen. Ist ein ganz wilder Guess, ist auch nur eine Annahme. Ist auch nur eine Annahme, aber der BMW wäre in der nächsten mit dabei gewesen. Weil sein Lenkverhalten, was er gerade an den Tag gelegt hat, nicht zeigt, dass er seine Linie halten kann. Selbiges gilt für den McLaren. Beide fallen einfach in die Mitte rein. So, und warum willst du jetzt den Fahrer hier, der aggressiv fährt, da müssen wir nicht von reden, der spät bremst, müssen wir nicht von reden, aber immer noch früher bremst, als er eigentlich bremsen sollte, seine Linie hält, und sogar noch sehr nah ranfährt. Warum soll ich den bestrafen? Wofür? Was für ein... Der macht doch kein falsches Verhalten. So. So, jetzt macht der BMW, möchte ihn bestrafen, weil der natürlich die Kollision hervorgerufen hat. Aber die Kollision geht ja von ihm aus, weil er die Tür halt einfach zuzieht. So, was soll er jetzt machen? So, er ist neben dem Wagen. Er ist neben dem Wagen, so. Steht auf der Bremse, bremst. Und neben ihm sind noch 3 Meter Platz. Aber er entscheidet sich trotzdem reinzuziehen, weil er auf Ideallinie bleiben soll. So, warum soll ich ihm eine Strafe geben? Warum? Nö. Der kriegt von mir, also der BMW, wenn er ihn reportet, kriegt der von mir keine Strafe. Der kriegt für mich keine Strafe. No further action. Warum muss Grün denn da so reinpreschen? Wo prescht der denn rein? Da ist nicht mal reinpreschen drinne. Der bremst sogar noch früher als er... Nochmal, Chat. Der normale Bremspunkt wäre hier vorne. Hier. Da, ungefähr auf der Höhe. Da ist der normale Bremspunkt, okay? Er bremst hier. Das ist schon 1,5 Autolängen früher, als er eigentlich müsste. Und die Bremsung ist hier auch nur ungefähr so lang und ein Gang runterschalten. So, ich sag euch, wann er aufhört zu bremsen. Er hat bis hier noch nicht einmal die Bremse gelöst. Das heißt, er steht 1,5 Autolängen früher schon auf der Bremse.
Er steht viel länger auf der Bremse. Er steht übrigens immer noch voll auf der Bremse. Bis hier. Voll. Was ist denn daran aggressiv? So, jetzt hört mir mal zu. Der hier ist am Ausweichen. Ist, wie man sehen kann, langsamer. Er hat normale Geschwindigkeit, der Grüne. Dementsprechend geht er da rein, weil er schneller ist. Tritt auf der Bremse, schon früher als er sollte. Hält sich auf seiner Linie und der andere macht die Tür zu. Wer geht denn da aggressiv rein? Der Gelbe. Der Gelbe, weil er der Gelbe mit Ach und Krach, also das ist eine Annahme jetzt, weil ich nicht in seinen Kopf gucken kann, weil der Gelbe mit Ach und Krach seine Position verteidigen möchte. So. Und warum soll ich dem jetzt eine Strafe geben? So. Das ist nicht mal an, also wirklich, wenn er auf einem normalen Bremspunkt bremsen würde. Und das ist hier nämlich für mich, nicht gleich weiter. Nee, ich möchte, dass Menschen das verstehen. Deswegen machen wir das Format. Weil wenn es danach geht, können wir copy-pasten. Dann kann ich das auch offline machen. Wenn der auf einem normalen Bremspunkt bremsen würde, also wie ich schon sagte, hier, da so ungefähr, da. Und er würde nur antippen und fährt einfach rein, so normales Ding. Alrighty, würde ich sagen, puh, ganz schön aggressiv, Maga. Das ist wirklich ganz schön aggressiv. Und jetzt kommt noch der viel größere Fakt, der noch für mich viel wichtiger ist, weil ja Menschen sagen, dass er aggressiv ist. Der Dude fährt 52,8 Bremsballons. Je weiter deine Bremse hinten ist, desto härter greift die. Das heißt also, in der Theorie könnte er noch viel später bremsen. Noch viel später. Und es würde immer noch funktionieren. In der Theorie. So. Das heißt also, nochmal, ich fasse das nochmal zusammen. 1,5 Autolängen früher als der Bremspunkt. Länger auf der Bremse. Richtig hart durchgetreten bis kurz vorher. Warum soll der bestraft werden? Und was ist daran aggressiv? Da ist überhaupt nichts aggressiv bei. Weil dann, und jetzt kommt nämlich, ich kann die Bremseinstellung sehen, ja. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, weil dann brauchen wir irgendwann nicht mehr racen. Ich bin ja auch ein Typ, der sehr viel Rücksicht auf andere Menschen nimmt. Ich nehme wirklich sehr viel Rücksicht auf andere Mitfahrer. Und überdurchschnittlich viel. Aber du musst halt auch irgendwann mal Rennen fahren. Also du musst halt literally irgendwann auch mal anfangen, Rennen zu fahren. So, und du kannst nicht für jeden Piss immer bestraft werden. Und das hier, wenn ich ihm jetzt eine Strafe geben würde, er ist Anfänger, by the way, würde ich jetzt mal sagen, von seinem Profil her, dann würde ich ihm den ganzen Wind rausnehmen und ich würde ihn für was Falsches bestrafen. Wo er nicht mal einen Fehler gemacht hat. Also, the fuck. Selbst in Lab 1 bestrafe ich nicht Verhalten, wo es keinen Fehler gab. Und wir haben uns das extra, und genau deswegen gucke ich mir das so lange an. Weil mir das wichtig ist. Also Turn 1 sei schon. Lab 1 hin oder her. Aber wenn einer keinen Fehler gemacht hat, dann hat einer keinen Fehler gemacht. Und das tut mir leid für den BMW-Fahrer, weil für den tut es mir wirklich leid. Weil der verliert Position dadurch. Aber der Grüne kriegt keine Strafe. Da ist nichts, Salomoni, nochmal, da ist nichts optimistisch dran. Nichts, also wirklich gar nichts, ist an dem Fahren, was er hier fährt, optimistisch. Nochmal, seine Bremsbalance ist bei 52,8. Die ist also quasi da ganz hinten. Und ich bin ja ein Fahrer, der mit weit hinten Bremse fährt. Auch im McLaren. Und meine Bremspunkte sind schon anders. Mein Bremspunkt ist nochmal hier vorne. Normalerweise. Und hier ist nichts optimistisch dran. Das Einzige, was hier dran optimistisch ist und was optimistisch aussieht, ist, dass der andere McLaren an der Stelle hier vorne,
hier vorne zurückziehen musste, langsamer ist und dementsprechend im Verhältnis, also im Verhältnis zum Fahrerfeld, super langsam aussieht. Das Ding ist halt, ich würde gerne seine Bremseingabe sehen. Und das kann ich leider nicht. Ich kann leider seine Bremseingaben kann ich nicht sehen. Aber das ist ganz und gar nicht an keiner Stelle optimistisch. Das ist nicht optimistisch. Der wäre sowas von dermaßen um die Kurve rumgekommen. Sowas von. Wenn es Rick an wäre, würde ich mich reinsetzen und wir könnten das testen, aber ich bin leider nicht im Rick. So. Und deswegen no further action. Und das tut mir wirklich, und das meine ich wirklich ernst, mir tut's leid für den BMW, weil der BMW dadurch wirklich Position verliert. Aber ich kann den dafür nicht bestrafen. Das tut mir leid, geht nicht. Was ich übrigens in der Vergangenheit gelernt habe, Salomoni, und das meine ich nicht böse, wenn du 2.500 Stunden gefahren bist, ist das kein Nennwert dafür, wie viel Ahnung du vom Rennsport hast. Musste ich letztens auch, die Pille habe ich letztens auch gerade geschluckt. Also nur weil du viele Stunden hast, heißt das nicht, dass du sehr viel Ahnung davon hast. Ich will nicht sagen, dass du keine Ahnung hast, das ist nicht das, was ich sagen möchte. Aber vielleicht fährst du nicht so viel McLaren oder manchmal verschätzt man sich auch selber. Ich verschätze mich übrigens, by the way, auch mehr als genug. Mehr als genug. Ich mache genauso einen Scheiß. Ich mache genauso einen Blödsinn. Aber ich kann dir sagen, dass das da, und das sage ich dir, weil ich ungefähr so, würde ich mal sagen, 7.000, 8.000 Kilometer Suzuka gefahren bin, dass das der Bremspunkt da auf jeden Fall nicht mal ansatzweise optimistisch war. Der war wirklich nicht mal ansatzweise optimistisch. Der McLaren ist aber auch dafür schlecht auf der Bremse. Brake-Bridge spielt keine Rolle. Doch. Also das Setup, was ich fahre, zum Beispiel auf Brands Hatch, war mit 59er Brake-Balance. Und ich habe die runtergedreht auf 51,8 und meine Bremspunkte waren ungefähr einen Meter Unterschied. Ich fahre seit einem halben Jahr McLaren. Ja, dann solltest du doch aber wissen, dass du da bremsen. Probier das doch aus, Salle. Probier es aus. Also er hätte doch später bremsen können. Es hätte immer noch funktioniert.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Maga, was ist denn mit deinen Rückenhaaren passiert? Wieso kleben die auf deinem Kopf? Kleiner als 3. So, Report ist raus. Neben der Brake Balance ist auch entscheidend, welche Pedale du hast. Das stimmt. Ich habe leider noch keine GSE-Pedale. Einspruch! Euer Ehren, Einspruch! Damit ist die heutige Sitzung geschlossen, meine Damen und Herren. Damit ist die heutige Sitzung geschlossen.